Ja, heute sitze ich mal ein bisschen anders vor der Kamera, zumindest was meine Haare angeht. Ja, das ist so eine Frisur in Anführungsstrichen, die ich relativ häufig trage, weil, ja, so wie ich normalerweise vor der Kamera sitze mit offenen Haaren, das, ja, nervt mich eigentlich eher so im Alltag. Also das ist jetzt nichts, womit ich dann irgendwie einkaufen gehe oder spazieren gehe oder so. Weil beim Spazierengehen habt ihr ja schon gesehen, da habe ich oft einfach einen Zopf und hier irgendwie mal so ein, zwei Dreads draußen hängen. Alternative habe ich einfach so eine Frisur, das heißt, ja, ich stecke mir das hinten hoch, ich drehe das mir dann so ein, fixiere das mit dem Haargummi und ziehe irgendwie ein Haarband drüber. Die Dinger habe ich in allen möglichen Farben und passe sie immer so ein bisschen ans Outfit an. Der Vorteil ist davon einfach, ja, die Haare sind aus dem Weg, sie nerven mich nicht, sie pieksen mich nicht, weil manchmal sind Dreads ja auch pieksig und ich habe dann halt so meine Ruhe und man muss ja auch nicht irgendwie immer gestylt und gepflegt sein, also es ist gepflegt. Ungepflegt ist das ja nicht, aber ja, also offene Haare trage ich meistens vor der Cam oder wenn ich dann wirklich mal richtig weggehe, also wie zum Beispiel beim Fibbeler Markt hatte ich das am Anfang. Aber meistens habe ich entweder einen Zopf oder ja, die Haare so. Jetzt bin ich vollkommen von dem Thema ab, was ich eigentlich jetzt machen will. Und zwar möchte ich nämlich den Kindheitstag heute machen. Den habe ich bei der Livia Florentin gesehen und fand den echt süß. Und da ich von ihr auch getaggt wurde, dachte ich mir, ich nehme mal das Video auch auf als Videoantwort. Ich habe mir auch in meinem schlauen Büchlein tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Das Gute ist, dass ich aber dort nicht die Fragen notiert habe, sondern nur die Antworten. Und deswegen suche ich die mir jetzt nochmal raus. Bis gleich. So, jetzt habe ich das Video mir nochmal rausgesucht und die Fragen geöffnet. Ihr seht, ich bin heute wunderbar vorbereitet. Ja, aber es sind nur 7 Fragen und ich habe jetzt aber schon 3 Minuten vorher rumgeplänkelt oder 2 Minuten. Egal. Erstens, dein Lieblingsgetränk als Kind. Was habe ich da stehen? Pfirsicheistee. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich trinke super gerne Pfirsicheistee. Also ich habe das als Kind schon super gerne getrunken. Ich trinke es auch heute noch sehr, sehr gerne. Obwohl es natürlich einfach total babsüß ist. Aber ja, ihr kennt mich ja. Ich liebe babsüße Getränke. Was ich aber auch total gerne als Kind getrunken habe. Es gab so, ist super umweltverschmutzend und Chemie pur. Aber die gibt es auch heute manchmal noch so kleine. Ja, so groß vielleicht. So Plastikflaschen in Blau, Rot, Grün oder so, wo man das oben so abdrehen konnte, wie so wie bei einer, wie bei einem Zahnpastaverschluss oder so abdrehen. Und dann konnte man da diese Himbeerlimo oder so raustrinken. Keine Ahnung, wie das hieß, aber das fand ich auch toll. Zweitens, Lieblingsessen. Da habe ich aufgeschrieben, Tomatensalat und Käsespätzle. Ja, Tomatensalat. Meine Mutter musste mir früher, als ich klein war, echt jeden Tag Tomatensalat machen. Also schön auch mit Zwiebel drin und was gab es noch? Essig-Öl-Dressing einfach nur, glaube ich. Und dann habe ich aber so viel Tomaten und Tomatensalat gegessen, dass ich irgendwann Tomaten überhaupt gar nicht mehr sehen konnte. Das hat sich über viele Jahre gehalten. Mittlerweile kann ich Tomaten wieder essen, aber ich esse sie immer noch nicht wirklich gerne. Also roh ist es okay, mal zum Beispiel zum Abendbrot so also Tomate aufschneiden mit schönen Pfeffer und Salz. Im Salat stört es mich eher der Geschmack und ja, warme Tomaten finde ich ganz eklig. Tomatensauce ist okay. Ja, aber es ist jetzt nichts mehr, was ich, wo ich irgendwie sage, oh, lecker Tomaten oder hey, lass uns doch noch Tomaten reinmachen. Nee, also, nee. Aber später habe ich das dann mit Oliven so gemacht. Dann hatte ich irgendwann so einen Oliven-Hype und jetzt kann ich auch Oliven nicht mehr so gut essen. Ja, und dann so als junger Teenager kam dann Käsespätzle. Die hatten wir, glaube ich, von Bofrost. Und da habe ich dann die Käsespätzle mir warm gemacht und habe dann noch ganz, ganz, ganz viel Käse und Zwiebeln noch drauf gekippt und untergerührt. Also es war irgendwie viel Käse mit Zwiebeln und Spätzle. Fand ich aber total lecker. Die dritte Frage. Lieblingsspielzeug. Da hatte ich eigentlich relativ viel.
Ich mochte total gerne Kreide in Kombination mit Inline-Skates oder mit Rollschuhen. Und zwar hatten wir, ja, bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und die Straße war sehr wenig befahren, wo ich gewohnt habe, weil es war ja, eine Sackgasse, die hat dann am Wald geendet, ein paar Meter weiter. Und da haben wir dann als Kinder wirklich die ganze Straße voll gemalt mit Linien drauf und Wegen. Und da sind wir dann halt mit Skateboard und Rollschuhen und Fahrrad und so lang gefahren, haben uns so Parcours gemalt. Ich habe aber auch super gerne gezeichnet und gemalt. Also das habe ich als Kind wirklich ausgiebigst gemacht. Und ich habe wohl auch eine große Fantasie gehabt. Also ich glaube, ich habe jetzt immer noch Fantasie. Aber ja, ich habe das, was ich, also ich konnte noch nie gut malen, aber das habe ich dann eben mit der Fantasie wettgemacht. So richtiges Spielzeug habe ich sowohl mit Matchbox-Autos gespielt. Am liebsten waren mir die, die mit der Temperatur die Farbe verändert haben. Also die hatten so eine Grundfarbe und dann konnte man sie einmal anfassen, dass sie warm werden, dann wurde es eine andere Farbe. Oder wenn man sie dann ins Gefrierfach getan hat, dann wurde es, glaube ich, auch nochmal eine andere Farbe. Bin mir gerade nicht sicher. Aber dann mit den Jungs habe ich dann halt immer mit diesen Autos gespielt. Und für mich habe ich aber auch sehr viel mit Barbie gespielt. Da fand ich total toll, dass ich mit meinen Eltern ab und zu in Amerika war und dann schwarze Barbies mir kaufen konnte. Und ja, mit Lego habe ich auch super viel gespielt. Also da habe ich dann von meinem Cousin und meiner Cousine so eine riesige Waschtrommel voller Lego geschenkt bekommen. Und das war auch richtig klasse. Aber mit Lego spiele ich heutzutage immer noch gerne. Viertens, deine Lieblingsserie. Meine Lieblingsserien damals waren die Sendung mit der Maus, Sesamstraße und Löwenzahn. Also gar nicht mal unbedingt so ja, Zeichentrickserien oder sowas, sondern ich fand das ganz toll. Einmal bei der Sendung mit der Maus fand ich es toll, wenn da immer erklärt wurde, wie etwas entsteht oder wie etwas hergestellt wird. Ja. Da ist man ja meistens dann, wurde dann in der Fabrik gefilmt und hat man diesen ganzen Entstehungsprozess gesehen. Das fand ich immer super spannend. Bei Löwenzahn gab es ja dann auch immer so ein bisschen, ja, da wird die Welt erklärt oder die Natur erklärt. Und bei der Sesamstraße. Ja, dann gab es auch irgendwie so Lernsachen. Also das fand ich irgendwie ganz toll, so Fernsehen, was ein bisschen weiterbildet. Fand ich gut als Kind. Aber finde ich jetzt auch. Also das würde ich jetzt mein Kind immer noch gucken lassen, wenn ich eins hätte. Ich weiß aber gar nicht, ob es sowas noch gibt oder beziehungsweise wie das mittlerweile ist, diese Formate. Sendung mit der Maus, Sesamstraße und so, habe ich jetzt wirklich 10 Jahre mindestens nicht mehr gesehen. Lieblingsfilme. Ja, über die Frage habe ich mich richtig gefreut, denn dadurch habe ich einen alten Lieblingsfilm von damals wiedergefunden. Der heißt Legende und ist einer der allerersten Filme, die Tom Cruise oder wo Tom Cruise mitgespielt hat. Ich konnte mich immer daran erinnern, dass Tom Cruise da noch ein Teenager oder so war. Das war, glaube ich, 1985, wo der Film gedreht wurde. Und dass es halt so ein Fantasy-Film war und da gab es den bösen Teufel, der richtig gruselig aussah mit so riesigen Hörnern und so, glaube ich, und ganz roter Haut. Und dann gab es ein Einhorn, was ganz schön und traumhaft aussah. Und den Film fand ich richtig, richtig toll. Aber ich habe ewig nicht gewusst, wie er hieß und habe es dann auch total vergessen. Und als ich dann das gesehen habe, diese Frage, dachte ich, hey, warte mal, du hast doch Google, benutze das doch einfach mal. Und ich wusste ja noch, dass Tom Cruise damit spielt. Und so habe ich es dann auch wirklich schnell wiedergefunden und möchte mir den auf jeden Fall versuchen, nochmal anzugucken, wenn ich ihn denn irgendwo noch im Netz finde. Ja, Legende. Ansonsten Die Hexe und der Zauberer, da hatte ich jetzt auch in einem anderen Vlog, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ist ein Zeichentrickfilm und ist auch mit viel Gesang. Und da ist es so, das spielt im Mittelalter und ein kleiner Junge, ein Knappe, ja, der nicht so ein tolles Leben hat, der trifft den Zauberer und der zeigt ihm dann einfach mal ein tolles, buntes Leben und verwandelt ihn in einen Fisch, verwandelt ihn in einen Vogel und zeigt ihm da so die Abenteuer des Lebens. Und dann ist aber auch die Madame Mim, die Hexe. Und die ist halt immer ganz böse und versucht dann irgendwie den Zauberer zu beißen und zu verhexen und so. Und dann ist das auch ein bisschen spannend, zumindest für ein Kind.
Ja, und ganz wichtig, die unendliche Geschichte. Die gucke ich auch heute noch gerne. Ich habe sie vor 2, 3 Jahren, glaube ich, zum letzten Mal davon 2, 3 Filme gesehen. Mit einem Sohn von einer Freundin zusammen und wollte dem das mal zeigen und er fand es auch ganz toll. Also ich glaube, das kann man heute immer noch einem Kind anbieten. Es war schon wirklich alt, die Filme und von den Special Effects natürlich auch nicht mehr so wie heutzutage, aber ich finde sie wirklich wunderschön und ja auch so ein Appell an die Fantasie, die oft vergessen wird heutzutage, finde ich. Okay, Frage 6. Lieblingsrituale, die man als Kind hatte. Da musste ich wirklich ein bisschen überlegen, was man jetzt so als Ritual bezeichnen könnte. Und ich habe einfach mal jetzt ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die so Standard waren, aber ich weiß nicht, ob das mit Ritual gemeint ist. Bei uns gab es auf jeden Fall noch, dass meine Mama mir abends immer eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat. Allerdings hat mir das immer nie gereicht und ich wollte auch immer wissen, wie es weitergeht oder selber auch lesen. Und deswegen habe ich mir damals, glaube ich, schon vorm Kindergarten Lesen beigebracht. Also ich habe mich dann immer hingesetzt. Wenn sie gelesen hat, habe ich dann zugeguckt und dadurch habe ich mir dann irgendwie das Alphabet beigebracht. Aber es ist ja auch, glaube ich, auch nicht anders, als wenn man es dann in der Schule lernt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so leseaffin, dass ich besonders gerne lese und auch Informationen über das Lesen aufnehme. Bei Videos, also wenn ihr ein langes Video habt, ich gucke euch ja gerne zu, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten, länger als 5 Minuten durchzuhalten. Dann schweift meine Aufmerksamkeit da ab. Das ist beim Lesen halt ganz anders. Umso witziger, dass ich dann immer so lange Videos drehe, aber es gibt ja viele unter euch, die gerne Videos gucken. Mittagessen bei der Oma, genau. Meine Eltern waren beide berufstätig und deswegen habe ich nach der Schule meistens bei meiner Oma dann Mittag gegessen, was aber gut war, weil meine Oma halt richtig kochen konnte und richtig lecker gekocht hat. Und meine Mutter hat es immer nie so gehabt mit dem Kochen, jetzt immer noch nicht. Deswegen bin ich jetzt hier die, die uns kocht. Ja, und ganz toll waren auch die Tage bei meiner Tante. Die hat auch im gleichen Ort gewohnt und die hatte dann so einen kleinen Bauernhof mit Schafen und Hasen und Pferden und so. Und hat auch selber Möhren, Kartoffeln und so weiter angepflanzt. Und dann habe ich den ganzen Tag mit den Tieren gespielt oder im Bach gespielt, habe bei der Ernte geholfen. Das war immer richtig toll. Da war ich sehr gerne. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Prägnante Erinnerungen. Da habe ich auch bei der Tante eben die Tage mit den Tieren, also wenn ich dann die Schafe auch füttern durfte, die Babylämmer oder ja, Ernten war halt auch total toll und deswegen bin ich glaube ich auch so bachfixiert und spiele heutzutage immer noch im Bach rum und laufe da durch, weil ich das früher mal gemacht habe. Interessant war auch, dass ein Tag also da war nebendran so eine riesige Wiese. Und da stand dann eine Zeit lang, standen die Schafe nicht auf der Wiese, damit die sich erstmal erholt. Also da wurde immer mal die Wiese gewechselt, ne, weil die fressen die ja irgendwann komplett leer und dann muss das erstmal nachwachsen. Ja, und dann war es irgendwie ein Sommertag und ich bin dann nur in Schlüpfer rumgelaufen und dachte, boah, diese Wiese, das Gras stand dann irgendwann richtig hoch. Und dann dachte ich, oh, da mich jetzt reinwerfen und bin dann mit Anlauf reingesprungen, habe mich hin und her gewälzt und habe dann gemerkt, dass es voller Brennnesseln ist. Ja, und dann ging das Geschrei und Geheul los und ja, seitdem habe ich doch Respekt vor Brennnesseln. an was ich mich immer gerne auch erinnern werde, ist so meine Tage, die ich im Wald verbracht habe. Also wir hatten halt direkt da am Wald gewohnt und es war richtig toll mit den ganzen Kindern. Es war auch so, dass da hat man noch mit allen Altersklassen gespielt. Also von 5 bis 15 haben eigentlich so alle zusammengespielt und es war mal richtig abenteuerlich im Wald. Wir haben gerne da Klee gegessen und Himbeeren und Brombeeren überall und haben dann wirklich unsere Fantasie spielen lassen und es war richtig schön. Ja, und was ich aber ganz schrecklich immer fand und was ich glaube ich meinem Kind nicht antun möchte. Es war so eine Tradition, dass ich immer Weihnachten dann vor dem Weihnachtsbaum stand und entweder ein Gedicht vortragen sollte oder singen sollte oder was mit der Flöte spielen sollte. Und ich fand das
richtig schlimm. Und dann stand ich halt immer da und nee, ich wollte nicht. Und dann habe ich geprotzt oder geweint oder keine Ahnung. Also es war, ja, sollte glaube ich schön sein, war es aber nicht. Und nee, sowas werde ich dann bei mir nicht einführen. Aber bei mir gibt es auch keinen Weihnachtsbaum. Ja, vielleicht hat euch das ein bisschen gefallen, dieser kleine Kindheitstag, ein paar mehr Infos von mir zu bekommen. Und zwischendurch mache ich ja auch immer mal gerne so Tags, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Keine Ahnung, was es als nächsten Vlog gibt. Lasst euch überraschen. Und bis dahin, ich denke an euch. Ciao.